Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages, liebe Besucher des heutigen Kreistages. Wir möchten mit unserem Resolutionsantrag und unserer Abschiebungsoffensive nach Syrien den Fakten und der Wahrheit Raum geben. Liebe Kreistagsmitglieder, in der Vorbereitung auf unseren heutigen Antrag konnten Sie sich mit den Fakten beschäftigen. Aufgrund unseres engen Zeitraums verzichten wir auf das Vorlesen des Antrages. Insbesondere die Experten vor der Brandschutzmauer möchten wir erneut eine Chance geben, sie an die Realität zu erinnern. Bei so vielen Vielfalts- und Rotnestblasen appellieren wir an ihre eigenen Sinne, ihre Wachsamkeit und Gerechtigkeit zu schärfen. Asylrecht ist ein Recht auf Zeit. Es gibt keinen Krieg mehr in Syrien. Und im Fall syrischer Kriegsflüchtlinge ist der Asylgrund beendet. Es wird Zeit, sich an die gesetzlichen Vorgaben zum Asylrecht zu erinnern. Es ist unsere vornehmliche Aufgabe als Bürgervertreter im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die Bundes- und Landesregierung an die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen zu erinnern und einzufordern. Dies ist die Absicht unseres Resolutionsantrages. Bashar al-Assad wirbt für die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge, um das Land wieder aufzubauen. Am 22. September 2024 verkündet er eine Generalamnestie für alle syrischen Flüchtlinge, auch Deserteure. Auch diese Aussage ist unser Signal, unser Auftrag, die Bundesregierung aufzufordern, zu handeln. Es gibt keinen Grund mehr für syrische Flüchtlinge, unser Gastrecht in Deutschland zu nutzen. Hier ist übrigens Quelle die türkische Today vom 23.09. Diese Aussage stützt unseren Antrag, den wir immerhin am 11.08. gestellt haben. Ebenfalls wurden am Montag alle Mitglieder des Kreistages über den Schriftwechsel des Hessischen Landkreistages mit der Landesregierung informiert. Der Hessische Landkreistag weist die Hessische Landesregierung unter CDU, SPD auf die drohende Verschuldung von in 2025 hin. Den hessischen Landkreisen droht eine Verschuldung von 300 Millionen Euro. Sie mahnt die Durchleitung der im Koalitionsvertrag zugesagten Mittel für den Bereich Asyl und Migration an. Integrierte Syrer und ihre Familien, die weiterhin in Deutschland bleiben und arbeiten wollen, sollen gerne einen Antrag auf Aufenthalt stellen. Wir brauchen ja Menschen, die zu unserem Bruttosozialprodukt beitragen. Ich bin überzeugt davon, dass Sie sich dieser Realität stellen und lade Sie daher ein, unseren Resolutionsantrag zu unterstützen. Falls nicht, ist es für die Bürger unseres Landkreises ein weiteres Signal, dass selbst unsere Politik im Kreistag die Realität wie auch auf Bundes- und Landesebene ausblendet. Unternehmen Sie weiterhin nichts, um einer weiteren Verschuldung den Kampf anzusagen. Unternehmen Sie weiterhin nichts, um den eindeutigen Aussagen der Kriminalstatistik entgegenzuwirken. Sie entscheiden hier und heute, welche Interessen Sie im Kreistag im Auftrag des Souveräns vertreten möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen dann zur Aussprache. Erster Redner, Herr Rosse. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Landrat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Keine Frage. Die irreguläre Migration bewegt die Menschen in Deutschland, in Hessen, im Landkreis und auch in den Städten und Gemeinden. Keine Frage, und damit komme ich auf die Resolution der AfD, dass die irreguläre Migration durch konsequentere Durchführung von Ausweisungen und Vornahme von Abschiebungen verringert werden muss. Die Bundesregierung stellt am 17. September dieses Jahres fest, ich zitiere wörtlich, wer kein Bleiberecht hat, muss unser Land verlassen und in die Heimat zurückkehren. Damit die vom Bundeskanzler angekündigte Abschiebungsoffensive gelingt, müssen insbesondere bestehende Rechtsnormen konsequent angewendet werden,
neue Regelungen, gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht werden und geltende Verwaltungsvorschriften vereinfacht werden. Und als Mitarbeiter der zentralen Ausländerbehörde weiß ich, wovon ich spreche. Dabei fallen Abschiebungen gar nicht in die Zuständigkeit des Landkreises, sondern sind in die Zuständigkeit der Landesbehörden. Ob das von der AfD zitierte Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster tatsächlich die Voraussetzungen schafft für die Abschiebung von syrischen Kriegsflüchtlingen, vermag ich nicht zu beurteilen. Es gibt da ganz unterschiedliche Rechtsauffassungen, aber das ist auch gar nicht entscheidend für den heutigen Beratungspunkt. Auf jeden Fall, und Herr Ginter hat es gesagt, unsere kommunalen Spitzenverbände werden massiv beim Bund und bei der Landesregierung vorstellig, damit die Voraussetzungen für eine schnellere und auch mehr Abschiebungen geschafft werden. Und dazu braucht es unsere Resolution des Kreistages nicht. Die Resolution soll ja der Öffentlichkeit suggerieren, wir tun was gegen die irreguläre Migration. Wir alle wissen, wo die normalen Resolutionen landen. Irgendwo in den Vorzimmern der Entscheidungsträger, versehen mit dem Vermerk zu den Akten. Wir lehnen daher die Resolution ab und vertrauen darauf, dass unsere kommunalen Vereinigungen, und wenn es einer auf der kommunalen Ebene schaffen kann, dann sind es die kommunalen Vereinigungen, sich Gehör zu verschaffen beim Bund und beim Land. Zum Abschluss die klare Position der Freien Wähler. Ja, zu mehr und schnelleren Abschiebungen von ausreisepflichtigen Personen, aber ein ganz klares Bekenntnis zum grundgesetzlich geschützten Recht auf Asyl und zum Schutz für Verfolgung bedrohten Menschen. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Karl-Höfer Köchli. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Herr Horsel hat schon gesagt, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster ist umstritten. Es behandelt die Frage Schutz vor Verfolgung bzw. hier Schutz wegen Gefahren im Bürgerkrieg und meint, diese sei nur noch gering, das allerdings auf dünner Faktenlage, sodass möglicherweise der Verwaltungsgerichtshof hier in Hessen anders entscheiden würde. Tatsächlich erhalten die meisten Syrerinnen und Syrer aber den subsidiären Schutz hier bei uns nicht wegen des Bürgerkrieges, sondern wegen der Gefahr, Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu werden. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besteht diese Gefahr grundsätzlich überall in Syrien. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster bedeutet also nicht, dass jetzt alle Syrerinnen und Syrer vertrieben werden müssen. Wir werden der Resolution deswegen nicht zustimmen. Wir würden es dagegen begrüßen, wenn die AfD auf die Länder, die von ihr nahestehenden Parteien regiert werden, einwirken würde, damit diese im Dublin-Verfahren den deutschen Übernahmeersuchen zeitnah zustimmen und die betreffende Person dann von Deutschland diese Länder abgeschoben werden können, zum Beispiel nach Ungarn oder Italien. Dadurch könnte die Zahl der in Deutschland unberechtigt lebenden Migranten erheblich gesenkt werden. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen, Herr May. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem Rechtsstaat. Bei uns gibt es rechtsstaatliche Verfahren, die prüfen, ob ein Mensch asylberechtigt ist, ob er schutzberechtigt ist. Dort wird von Behörden auf Grundlage von Recht und Gesetz beurteilt. Gegen Bescheide von Behörden kann der Rechtsweg eingeschlagen werden. Am Schluss des Weges kann auch nochmal eine Petition an ein Parlament gerichtet werden, dann gibt es auch noch Härtefallkommissionen. Das sind alles rechtsstaatliche Instrumente, die darüber entscheiden, ob
Geflüchtete hier einen geflüchteten Status erhalten können, ob sie hier Schutz erhalten, ob sie hier Asyl erhalten oder nicht. Wer das nicht entscheidet, sind Kreistage oder Stadtverordnetenversammlungen und schon gar nicht entscheidet das die AfD aufgrund von einer Argumentation, man kann das ja in der Begründung nachlesen, aufgrund einer Argumentation, weil sie das Fehlverhalten Einzelner ins Feld führen, weil sie ins Feld führen, dass es zu viele seien, die auf Bürgergeld angewiesen seien. Auf all dessen wird kein Asyl gewährt wird das in Frage gestellt, sondern wir sind ein Rechtsstaat und das, was Sie vorhaben, ist Willkür und das lehnen wir ganz entschieden ab. Die These, dass aufgrund von Straftaten Einzelner andere kein Asyl oder keinen Schutz bekommen sollten, finde ich sehr gewagt. Gerade uns als Deutschen, die ja in der Vergangenheit als Volk den größten Massenmord in der Geschichte zu verantworten haben, eine ziemlich interessante These. Aber ich glaube, wenn man das weiterdenkt, was Sie hier vorschlagen, dann muss man ja die Frage stellen, wo fängt das an und wo hört das auf? Denn wenn Sie jetzt sagen, es sind zu viele einer bestimmten Volksgruppe im Bürgergeld und deswegen sollen sie abgeschoben werden, systematisch, sie wollen ja da eine Offensive, wo geht es denn dann weiter? Bei wem findet das denn dann weiter statt? Andere Bevölkerungsgruppen können dann angesprochen werden. Die Frage ist, was ist dann mit anderen Menschen, die hilfebedürftig sind? Was ist mit chronisch Kranken ihrer Argumentation nach? Was ist mit Behinderten ihrer Argumentation nach? Also wenn man ihre Argumentation weiterdenkt, sieht man doch ganz genau, wo ihre Argumentation hinführt. Und da sagen wir, nie wieder ist jetzt, auf diese schiefe Ebene wollen wir nicht kommen. Und dann haben Sie hier in Ihrem Redebeitrag Herrn Al-Assad als Kronzeugen genannt. Wenn man dort in die Berichtslage des UNHCR reinschaut, wie die Lage tatsächlich in Syrien ist, dann sieht man dort, dass dort berichtet wird, von mindestens 1000 Zivilisten sind getötet worden durch Luftschläge allein im letzten Jahr, darunter 250 Kinder. Ich komme zum Schluss. Wir sehen hier systematische Vergewaltigung von Frauen, so viel zur Menschenrechtslage, systematische Verfolgung von Oppositionellen, willkürliche Verhaftung, systematische Folter. Das alles auf Grundlage der Politik von Herrn Al-Assad, den Sie hier zum Kronzeugen erhoben haben. Wir sagen, nie wieder ist jetzt und deswegen nehmen wir Ihre Resolution ab. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid, mir diesen handwerklichen Fusch hier zu debattieren. Also wir sprechen hier nur mal zur Klarheit, auch für die vielleicht nicht genau auf den Antrag geschaut haben, über einen Dreizeilen-Antrag, der eine Resolution benennt, dass wir die Bundesregierung und die Landesregierung auffordern sollen, damit und dann wirklich syrische Kriegsflüchtlinge wieder in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dadurch, dass Sie das Wort Kriegsflüchtlinge verwenden, sagen Sie, dass derjenige, bei dem das anerkannt ist, dass er ein Kriegsflüchtling ist, abgeschoben werden soll. Also noch nicht mal sprachlich sich die Mühe zu machen, zu unterscheiden, es gibt Menschen, bei denen das zweifelhaft ist, ja, und dass man da genauer drauf schauen sollte, okay. Aber das Wort dann zu verwenden im Antragstext und dann die Abschiebung zu fordern, ich weiß es nicht. Da folgt eine Begründung, in der zweimal steht, was Sie schätzen, Sie, die AfD, schätzt, dass 1000 syrische Flüchtlinge im Landkreis leben. Sie schätzen das. Sie schätzen die Zahlen. Sie schätzen die Kosten. Vorhin haben wir gesprochen über Debatte auf Grundlage von Fakten. Ihre persönliche Schätzung reicht also aus. Okay. Dann steht da drin in der Begründung, die generell wie so eine Art Selbsttherapie klingt, wir halten diesen Resolutionsantrag für absolut zielführend. Jo. Das ist zielführend, der Bundesregierung einen Brief zu schicken und zu sagen, sie soll sich doch bitte mal um Abschiebungen kümmern. Wo das ganze Land im Prinzip im Moment so oder so zu Recht darüber diskutiert, wie man das Gesamtthema Migration, Kontrolle, auch illegale Migration, besser in den Griff bekommt, alle sich auf den Weg machen, da übrigens nochmal kurz dazwischen zu rufen, ach übrigens, wir wollen auch, dass da genau hingeguckt wird, das nennen Sie zielführend. Und dann kommt ganz zum Schluss noch in der Begründung für den Antrag im Landkreis Waldeck-Frankenberg wird noch auf eine Familie verwiesen, eines Intensivtäters aus, genau, Stuttgart, mitten in Waldeck-Frankenberg.
Ich weiß nicht genau, für wie einfach gestrickt hält eigentlich die AfD-Fraktion ihre eigenen Anhänger, dass denen so etwas hier als Arbeitsnachweis gilt, weil die AfD-Fraktion hat mal was gesagt im Kreistag, irgendwas mit Flüchtlingen. Und das reicht ihnen offenbar, streuen sie raus und ihre Anhänger applaudieren. Oder wie funktioniert das? Ich weiß es nicht, mich würde es ja wirklich mal interessieren. Und für wie simpel halten Sie eigentlich die Leute, mit denen Sie hier mit solchen Geschichten irgendetwas, überhaupt auch nur irgendetwas vorgaukeln wollen? Dieser Antrag ist einfach nur abzulehnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schwarz. Sehr geehrter Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, keiner hat auf den Resolutionsantrag der AfD gewartet. Keiner hat darauf gewartet, dass Sie dieses Thema abermals in diesen Kreislauf tragen. Und lieber Kollege Rube, ich bin dankbar dafür, dass Sie, dass du diesen Antrag tatsächlich mal wörtlich seziert hast, was dort drin steht. Tatsache, und da ist man sich in diesem Land einig, es braucht mehr Abschiebungen. Abschiebungen müssen konsequent umgesetzt werden. Und das ist auch Teil des Rechtsstaats, in dem wir leben. Das muss man sehr deutlich sagen, das ist Teil des Rechtsstaats, in dem wir leben. Da sind wir glücklich drüber, meine Damen und Herren. Das ist die erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, der Rechtsstaat sagt auch, ein Verfahren, das muss sauber durchgeführt werden. Und der Anspruch auf Asyl hat, der bekommt es. Aber wer bei seinem Asylantrag eine Ablehnung bekommt und ausreisepflichtig ist, der muss dieses Land auch verlassen. Und zwar in aller Klarheit und aller Konsequenz. Und da müssen wir in Summe noch besser werden, meine Damen und Herren. Das ist der zweite Teil. Und deswegen will ich sagen, mit der Gesamtbilanz bin ich ehrlicherweise auch nicht glücklich. Im Jahre 2023 gab es 13.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge in Hessen. Wir haben 1.400 abgeschoben und 1.400 sind freiwillig ausgewandert. Das Delta, was dort ist, ganz objektiv, ist zu groß. Das hat Innenminister Roman Bosek, Entschuldigung, auch in dieser Deutlichkeit gesagt. Nur eins ist auch klar, der Schlüssel zur erfolgreichen Migrationspolitik, der liegt weder in Wiesbaden, noch bei den Regierungspräsidien, noch bei Landrat Jürgen van der Haus, beim ersten Kreis Beigeordneten Karl Frese oder hier in diesem Kreistag. Der Schlüssel ist in Berlin. Und mit allergrößtem Druck wird ja seit Jahren, ich war ja nun selbst im Deutschen Bundestag die Debatten dort miterlebt und die Flüchtlingsgipfel ertragen auch teilweise und die langwierigen Prozesse auch mitertragen. Da ist die Stellschraube und dementsprechend muss eine neue, tatsächlich breitere Diskussion darüber geführt werden, wie bekommen wir das mit den Herkunftsstaaten, mit den sicheren Herkunftsstaaten, wie gehen wir mit dem Schutz der Außengrenzen um in Zeiten, wo es im Schengen-Raum offensichtlich funktioniert. Das Thema Dublin wurde vom Kollegen Jochen Rube ebenfalls angesprochen. All das sind Stellschrauben, an denen wir zu drehen haben. Da liegt der Schlüssel in Berlin. Und das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Die Systeme, die sind überfordert. Und deswegen bin ich froh darüber, dass es jetzt auch zu den Grenzkontrollen endlich gekommen ist. Das hat viel zu lange gedauert und die Grenzkontrollen, die sind erfolgreich. Das braucht es auch in Zukunft, nämlich ein klares Zurückweisen an Grenzen ist deswegen so wichtig, weil wenn jemand zunächst einmal einreist, wird es ewig lange Prozesse und ewig lange Runden brauchen, bis tatsächlich eine Entscheidung getroffen worden ist. Das überfordert die Systeme, überfordert den Landkreis, überfordert auch im Übrigen Kapazitäten in Schulen und teilweise in Kitas. All das hängt damit zusammen. Ich will abschließend sagen, ich bin ausdrücklich der Polizei, bin ausdrücklich dem Regierungspräsidium oder dem Regierungspräsidium, Herr Vorsitzender, ich komme sofort zum Ende, sehr dankbar für Ihre tolle Arbeit, dem Landkreis ebenfalls und ein Appell zum Schluss, 8%
von Abschiebungen scheitern am Kirchenasyl. Ich glaube, da muss tatsächlich auch mal drüber nachgedacht werden, ob das nicht ein Stück weit ein falsches Signal, je nachdem, an der Stelle ist. Das ist ein Appell, da muss tatsächlich drüber diskutiert werden. Danke nochmal allen Akteuren, die sich diesem Thema seriös widmen, nämlich ist ein gesellschaftliches Thema, das bearbeitet werden muss. Bedanke mich herzlich. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Resolutionsantrag der AfD. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Damit stelle ich fest, dass die Mehrheit des Hauses gegen den Resolutionsantrag